Made with Unity. So. Und damit Black Flag. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spiel aus der Reihe Spiel die Demo. Wir spielen heute Orphanage Age. Und fangen einfach. Gibt's hier Options? Oh ja. Gibt's hier irgendwie Sprache? Okay, sind wir nur Englisch. Ist egal. Back. Ich habe schon mal gespielt. Ist also nicht blind. Wir fangen ein neues Spiel an. Und wir dürfen dieses Spiel in der Demo. Radio Voice. I have an echo in the room to your left. Check it, guys. Over. Copy that. On my way. Get out of there slowly and calmly, or I shoot. I said get out. Oh, shit. Radio scratches. Can't hear you. What's up? Over. It's nothing. It's just a dog. Over. Roger that. Pack it up, boys. There's no one left. We're done here. Head up to next building now. I can't take these kids there. Don't make any noise, okay? Just wait for things to calm down, then leave. Shh. They could hear us. Be quiet. And don't get caught. I'm sorry. It's too late for your parents. So, und damit herzlich willkommen zu Orphanage Age. Also, Zeitalter der Waisen, Kinder. Und ich habe es schon gespielt, aber wir schmeißen das Tutorial trotzdem an. Mein Name ist natürlich Bendet. Ich mache das so, weil ich eben kapitalen Lettern will. Das ist für mich essentiell. So, was sind wir denn? Wir sind Corner Kid. Can take one more object in expedition persistent. He, she has seen too much. Has no benefit from a high mood persistent. Trade physical actions are significantly faster, but has higher chance to get bruises or wounds persistent. He, she has seen too much, has no benefit from high mood whatsoever. Higher chances of breakdown and higher chances of to definitely leave the orphanage after a breakdown persistent. Okay. Wir sind vom optischen her. Ah ja, komm, wir sind der Typ. Blättern wir nochmal durch. Die sehen alle irgendwie scheiße aus. Dann sind wir einfach der. Ich bin immerhin schon fast 12, deswegen gehe ich auf 11. Und dann würde ich sagen, wir verteilen alle Eigenschaften gleich. Zack, zack. 1, 2, 3, 4 und 1, 2. 3, 4. Wir sind in allem gleich schlecht. So, My Story, Corner Kid. Lassen wir jetzt einfach so. Wir könnten hier prinzipiell durchblättern, damit wir hier neue Attribute würfeln. Aber ich akzeptiere das jetzt einfach mal. Und zeig einfach, wir starten auf einfach. So. Und hier unten sieht man schon, wir dürfen es eine halbe Stunde spielen. Der Raum ist okay, der Raum ist okay. Bennett gets out of the hideout. I think Jerry gone for good. Bennett has the daredevil trait. You should stay here. I'll look around. We shouldn't stay around like the soldier told us. Bennett vanishes in the dark. Bennett comes back a few minutes later. Shoot, the soldiers, they have barricaded the building. We
can't get out, Wiki. There must be a way out. We just need to look around. Let's find out. I'm so cold. Hey, let me take care of you. Tell me, where's your backpack? I lost it when we ran away. Puts his bag on the ground and opens it. I have a cookie and some water left. It's for you, sis. You need those more than me. Vicky is less hungry. Vicky takes it weakly. Thank you. Vicky sadly looks at Bennett. Hey, you can't stay there forever. Let me make yourself comfortable. New mission added. Oh, and let's make a fire. It's freezing here. New mission added. Also, wir müssen hier ein Bettchen bauen und ein Feuer. Okay. So, super. Also, wie gesagt, wir haben eine halbe Stunde zum Spielen. In dieser halben Stunde werden wir hoffentlich ein Stückchen weit in dieser Demo kommen. Wir werden es mal sehen. Fluff, taking care of orphans will be your main preoccupation. Keeping their mood at the highest is your priority. Okay. Mood mostly depends on the needs of each orphan. Make sure they never get low. So, Hunger, Loneliness, Health and Sleep. Okay. You can select your orphan by clicking on their portraits. Once selected, the mood, needs, skills and traits of the orphans are displayed here. Okay. When something goes wrong, a notification is sent to you in this area. Okay. The resources you gather are stored here. Storage is limited though. Take only what you need. Okay. You can manage the orphanage here. Build research quests. Your goal are listed here. Follow them to survive. New goal alone. Unlocked alone. Pan camera. Go near the edge of the screen. Arrows. Or WASD. WASD. You can zoom in and out with the mouse wheel. So. Minus, minus, minus. Ich zoome immer gerne. Okay, so weit raus will ich nicht. So weit raus wäre, glaube ich, gut. Und dann können wir hier mal sagen: Ching. Und searching. Ich glaube, ein bisschen rein will ich noch. Noch ein bisschen. Und noch ein bisschen. So, rotate camera can be Q and E. Quest completed. All that my sister wanted was to go find our parents, but the war was raging outside, so I told her no. She was cold and tired, so I tried to make her comfortable. I remember how I was believing that we would only stay here a couple hours. Boy, I was wrong. Yay! Good. Also, wir suchen gerade das Ding ab. New goal unlock. Gather the resources needed to build a sleeping spot. So. Wir müssen momentan ja... Was ist hier? Food can. Food can klingt gut. Und was ist das? Plastic bottle. Die brauche ich gerade nicht, deswegen lasse ich sie mal da liegen. Wobei wir sie auch gleich nehmen können. Wir haben ja noch Platz. Oder? Wo ist mein Food Store? Okay, Wasser ist gerade voll. Ah, da ist mein Essens Store. Okay. Den kann ich ruhig auch nehmen und dann ist nämlich der Spaß weg. So. Können wir nämlich hier weiter suchen. Dann können wir nämlich da weiter suchen. Bitte suchen.
So, was ist das? Das ist ein Akku. Akku ist auch nicht schlecht. Batteries, genau. So, zack, zack, zack. Und du darfst dann gerne weitersuchen. So, Metz haben wir noch nicht. Was haben wir denn da? Da haben wir Ressource. Okay, brauchen wir eigentlich gerade nicht. Nägel wären gar nicht so schlecht. Die brauchen wir nämlich später auch. Und dann würde ich ganz gerne hier mal suchen. So, was kann man hier machen? Wir sollten ein Feuer bauen, wir sollten eine Schlafposition bauen. Kann ich schon ein Feuer machen? Ja. Nee, kann ich nicht. Ich brauche 3 und ich habe erst 0, wenn ich das richtig sehe. Ich dachte, es wäre andersrum. Nee. Das erste ist, was ich habe. Das letzte ist quasi, was ich brauche. So, und wir brauchen hier Cloth. So, den Spaß hier. Davon brauchen wir 4. Und drum würde ich die eigentlich fast mal gleich mitnehmen. Und dann können wir nämlich den da, den da, den da, den da dann auch noch im Anschluss mitnehmen. Und dann können wir ihr schon mal einen Schlafplatz machen. So, jetzt gleich können wir einen Schlafplatz machen. Und den platzieren wir mal vielleicht hier am Ecke. So. Sweet dreams are made of thee. So, wir bauen einen Schlafplatz. Das Schöne ist, dass ich quasi mit meinen Kommandos halt den Spaß auch queuen kann. Genau, ich muss noch ein Camping-Ding machen. So. Dann würde ich sagen, kannst du danach hier searchen. So, da unten können wir dann nachher auch noch searchen, also suchen. Habe ich schon genug für ein Kampierungsfeuer? Hier haben wir Stock Resources, ja, haben wir. So, und das würde ich ganz gerne hier platzieren. Am besten fett auf dem Teppich. Das ist nie verkehrt. So. Wunderbar. Und es gibt da irgendwas in den... Ach ja, Welcome. Auf Wiedersehen. Wunderbar. Ein Essplatz und ein Dings will ich. Brr, it's not freezing anymore. Come here, Vicky. We should talk. They're not coming back, aren't they? I don't know. I have thought a lot about what we should do. You know, maybe they're safe, maybe they need us, maybe they'll come back. We need to find out the truth, but we are trapped here. So first, we need to find a way out. Remember what they said, be safe and plan ahead. What do you think we should do? Vicky thinks for a moment. The soldiers have nail planks in front of every entry. I'm sure I'm not strong enough to break them. It's impossible to get out. What if we join forces? I'm sure we can do it. Bennett and Vicky are now best friends. Bennett is pessimistic. Let's do it, but be careful and don't do anything stupid. We have enough problems right now. Okay. New quest added.
Research Panel unlocked. Okay. Gut, also, ich will jetzt endlich den Spaß hier durchsuchen. Quatsch, ich will das da und das da mitnehmen. Und dann würde ich, was ist denn meine Quest? Day 1. My sister was cold and we were trapped. Gather the resources needed to build a eating spot. Look around for the resources needed to build a wash spot. Okay, das wollen wir jetzt machen. Und kann ich dich jetzt eigentlich schon benutzen? Ja. Darfst du nämlich auch mal suchen. Und dann darfst du hier suchen. Dann können sie nämlich schön zusammenarbeiten. So, ihr dürft schön absuchen erstmal. Dann können wir das nämlich alles nacheinander machen. So, dann würde ich nämlich hier sagen, das bist aber du bitte. Ich hab dich, oder? Ja. Würde ich zu dir sagen, 1, 2, 3, 4 und dich. So, Wasser haben wir noch genug, Essen haben wir noch genug. Wir müssen halt hier aufpassen, dass das alles noch gut geht. Okay. Dann ist mal hier die Frage, wie sieht's mit dir aus? Hungry, lonely, sleepy. Okay. Dann würde ich dich ganz gerne haben und du darfst hier den Spaß auch allen mitnehmen. Essen ist auch gut. Ja, Essen ist voll. Dann nehmen wir dich noch mit. So, und dann würde ich zu dir ganz gerne sagen, du darfst da weiter suchen. Okay. Also Essen ist voll. Das heißt, wir sollten vielleicht neues Essen. Vicky, geht's jetzt gut? So, was mit dir? Also Essen ist jetzt voll. Aber ich kann immer noch nicht Dings bauen. Was haben wir denn hier noch? Ja, Essen ist voll. Ich kann immer noch nicht irgendwas anderes bauen. So, Medizin haben wir. Batterien dachte ich, hätte ich gefunden, aber offenbar nicht. Weil wir keine haben. Resources haben wir 9. Und was ist das? Junk. Okay, wir können jetzt eigentlich mal bei Research. Manage your stored resources. Nee. Ich kann jetzt eigentlich mal bei Research sagen, ich hätte gern eine Crowbar. Die würde ich ganz gerne mal erforschen. So, und du kannst jetzt eigentlich schon mal... Was gab es denn hier? Hier gab es ja auch noch irgendwas. Water Leak, okay. Dann würde ich eigentlich ganz gerne mal hier sagen, Research. Also nicht Research, Search. So. Kann ich dich jetzt bauen? Nee. Okay, Wash Area geht immer noch nicht. Dann würde ich dich ganz gerne nehmen und zu dir sagen, was brauche ich denn? Cardboard brauche ich und dich brauche ich. So. Gut, und dann kannst du jetzt einen Eating Spot machen. Und zwar vielleicht da.
Okay, und du kannst mal hier Ressource braucht man, die braucht man. Was ist das? Das ist Scrap. Das ist auch Scrap. Das ist Tinken. Das ist eine Ressource. Ja, das können wir alles mitnehmen. Okay, und Stockfood wollen wir auch machen. Da brauchen wir noch Cardboards. Das heißt, du kannst dahin, dann kann man dich mitnehmen, dich mitnehmen. Und von mir aus, dann können wir nämlich hier, nee, nicht Sleeping, Stockfood sagen. Zack. Und das würde ich dann ganz gerne mal da platzieren. Da platzieren. So, dann müsste ich mehr Essen haben können. Also mehr Essen speichern können, mehr Essen aufbewahren können. So, 15. Wunderbar, das ist ja gar nicht so schlecht. Dann kann ich euch bei denen nämlich mitnehmen. Dann haben wir die auf jeden Fall. So. Finde ich aber witzig, dass man die dahin bringt und nicht irgendwo anders. Gut. Dann muss ich immer noch einen Wasserspeicher basteln. Und eine Waschareal möchte ich ja auch. Gut, da gibt es jetzt noch. Ich brauche noch Plastikding, Cardboard und Flaschen. Ist ja in Ordnung. Machen wir nochmal Cardboard, machen wir den da, machen wir den da. Die können wir jetzt alle sammeln. So. Sind wir fertig? Können wir hier vielleicht den da mal machen? Warum auch immer. So. Und dann würde ich ganz gerne jetzt hier. Ach, noch einen Moment. Da ist ja noch Beschäftigung. So, wir müssen jetzt vielleicht langsam mal dazu übergehen, ein neues Lager zu bauen. So. Ah, der ist jetzt leer sogar. Gut, dann kannst du hier mal ein neues Lager bauen. Einfach weil. Was ist es hier? Stock Resources? Wash Area. Eigentlich wollen wir ja eine Wash Area bauen. Oder habe ich die schon? Okay, Crowbar ist unlocked. Das weiß ich. Stock Resources. Wood Scraps und Nails. Das heißt, Wood Scraps hätte ich eigentlich noch haben müssen. Stock Foods. Sleeping Spots. Stock Water. Was brauche ich da noch? Rags. Okay. Das heißt, es war jetzt ein bisschen ungeschickt. Wo kann ich meine Stocks? So. Ich habe eine Crowbar. Das heißt, ich könnte jetzt eigentlich mal mit dir, mit dir, wo bist du?
Du bist du. Ich denke, ich habe dich ausgewählt. Könntest du eigentlich mal... Ich habe halt keine Racks. Warum auch immer ich keine Racks habe. So. Das war ja jetzt mal super dämlich. Ich habe alles angekarrt, aber nicht das. Wie war denn das jetzt? Kann ich meinen Stock um einen reduzieren? Zum Beispiel um ein... Nee, Food will ich nicht. Um eine Plastikbag. Ja. Okay. Dann darfst du hier den mal mitnehmen. Na, du? Den darfst du mitnehmen. Okay, dann du. Zack. Nimm den hier mal. Jetzt hier. Dankeschön. Mann, Mann, Mann. Also manchmal. Okay. Dann kann ich jetzt hier dich nehmen und du waschen tun wir hier, ne? So ein bisschen außerhalb. Genau, wunderbar. Und dann kannst du jetzt hier... Patcher, build the new wash area. Okay, wir können... Workshop unlocked. Super. Full stock. Reserved resources. So, jetzt müsste ich aber eigentlich... nein. Eigentlich... Wunderbar. So... Take the stock water in the furnitures menu and put this ghost in the orphanage. So, dafür brauche ich jetzt aber noch einmal Racks und einmal Plastic Container. So, da ist noch die Frage. Racks haben wir hier noch einmal? Wood Scraps, ja, aber haben wir noch irgendwo einen Plastic Container? Das wäre jetzt gut zum Searchen. Dann würde ich ganz gerne den anderen mal nehmen. Den da. Dann darfst du hier das mal durchsuchen. So. Also bei meinem ersten Durchlauf war das ein bisschen zackiger, muss ich sagen. Alles. Also da kam ich schon ein bisschen besser voran. Da habe ich zwar noch nicht so wirklich verstanden, was ich tue, aber ich kam zügiger voran. Okay. Kleine Flasche Wasser. Die ist bei mir aber gerade eh voll, deswegen... So. Also, was brauche ich nochmal? Was will ich denn eigentlich bauen? Stockwater. Take the stockwater in the furnitures menu and put... Ah. So, Wasserspeicher. Können wir... Wo ist es? Können wir... hier hinpacken. Na? 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 Klappt das vielleicht? Okay, packen wir es dahin. Wunderbar. Und dann würde ich ganz gerne dich mal nehmen. Und mit dir jetzt Ressourcen einsammeln. Und... Das ist gut. Dann würde ich ganz gerne
Wo darfst du auch erforschen? So, und dann würde ich ganz gerne hier sagen ja und wissen, was brauche ich denn? Zack, für Stock Resources. Wood Scraps brauche ich nochmal zwei. So, das sind Wood Scraps und Wood Scraps. Dann kann ich den da bauen. Quest completed. A dim fire rags on a cold floor where the first installments of the orphanage the next day. My sister was already feeling better and was ready to help me in the search of our parents. Yay! Okay. New goal unlocked outside. Right-click and examine the entrance door. Use the crowbar to open the barred door. So, machen wir hier examine. Okay, und dann würde ich hier sagen, Stock. Darfst du dahin? Wunderbar. Können wir jetzt nämlich wieder unsere Ressourcen befüllen? So. Wait for the fights to cease before venturing into the streets. So, dann würde ich zu dir sagen, bitte. Zu dir sagen, bitte. Ja, okay, der ist schon ausgewählt. Zack. Break Door. So. Und du darfst jetzt hier mal. Jetzt haben wir ja wieder einen Platz für Ressourcen. Darfst jetzt hier mal Sachen mitnehmen. Was haben wir denn da? Eine Palette. Nägel sind, glaube ich, gut. Eine Zinnkiste, Cardboard. Okay, ich weiß gerade gar nicht, was wir da so brauchen. Deswegen würde ich eigentlich fast sagen, wir suchen die Gegend noch ein bisschen ab. So. The crowbar broken. So, dann würdest du eigentlich hier mal hingehen und hier noch ein bisschen suchen. So, und du gehst mal dahin und sagst hier suchen. Okay, was macht der jetzt? Kann ich vielleicht Craft? Kann ich vielleicht einen Workshop? Was brauche ich? Wood Scraps. Ein Wood Scraps und ein Plastic Container. So, das heißt, du hier gehst mal dahin und was ist das? Rex. Rex. Dann gehst du dahin. Haben wir irgendwo einen Plastikcontainer? Wir haben hier auf jeden Fall eine Flasche Wasser. Und danach würdest du da suchen. Canstove Cutting Board Level 1 unlocked. Okay. Wo ist die andere? Okay, wir gehen mal dahin und schauen mal, was gibt's hier. Resource, it's a resource. Plastic Bag. Ich suche aber eigentlich gerade keine Plastic Bag, sondern ich suche. So, du kannst es hier auch durchsuchen.
Also was brauche ich denn noch? Tools habe ich. Wood Scraps brauche ich und Plastic Container. Okay. Ja, such mal. Okay, das ist alles irgendwie nichts. Von dem... Was? Wooden Stick. Okay, brauche ich gerade auch nicht. Hier bitte. Such mal. Also ich krieg ums Verrecken gerade... Ja, Tools habe ich schon. Oh, das ist gut. Plastic Container. Das brauche ich bloß noch irgendwo. Subidu. Brauche ich bloß noch irgendwo. Wooden Scrap. Oh, jetzt kann man noch suchen. Hier gibt es kein Wooden Scrap mehr. Oh, eine Matratze ist eigentlich auch nicht schlecht. Aber a mattress. It's a resource. Book, it's a resource. Foam. Plank. Aber wooden scrap finde ich nicht. Nee, finde ich echt nicht. Gut, was wir jetzt noch probieren könnten, wäre hier die Tür. Upgrade können wir nicht. Können wir hier sagen Upgrade? Upgrades. So. Können wir hier sagen? Dismantle, nö, das wollen wir nicht. Das können wir hier sagen. Können wir nicht sagen. Upgrade, nee, geht alles nicht. Ach, meine Research könnte ich eigentlich auch eine neue machen. Coffee Table for two. Dining Table. Komm, machen wir ein Dining Table, warum nicht? Wir kommen da eh nicht voran. Wir sollten nämlich eigentlich eine Workbench bauen, aber eine Workbench kriege ich gerade irgendwie nicht hin. Weil mir eine ganz wichtige Ressource fehlt, nämlich Holz. Und ich fürchte, die finde ich auch in 2 Minuten nicht. Also die Workbench, die werden wir leider nicht mehr hinbekommen. Oh, habe ich hier Essen? Ja, genau, Essen. Das ist Medizin. Nee, Schaum. Zinndose. Essen. Okay. Dann können wir Essen und Essen mitnehmen. Einfach damit wir es haben. Aber ansonsten sind wir hier eigentlich durch, ne? Die Crowbar hätte ich jetzt natürlich nutzen können, um da hinten die Tür aufzumachen. Statt der hier. Ach, hier gibt's auch noch eine Tür. Na komm, drehen wir dich mal. Will ich da hier mal runtergehen? Drehen. Okay, da kann ich auch nichts machen. Gut, das ist jetzt ein bisschen schade, dass ich halt leider keine Werkbank habe. Ich meine, ich könnte irgendwas zerlegen. Ach. Ich bin doch so bescheuert. Also manchmal. So. Dann würde das bedeuten. Nein, hier. Würde das bedeuten, hier. Dich.
kann ich dahin bauen. So, dann wird der jetzt gebaut. Aber der wird nicht mehr rechtzeitig fertig. Und da drin könnte ich dann eine neue Crowbar bauen, wenn ich das richtig sehe. So, aber dann ist die Zeit eigentlich schon rum. Also wir sehen, das sind die letzten 15 Sekunden, die letzten 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 und so weiter. Tja, schade. Ich will es eigentlich bloß gucken. By subscribing our newsletter, you could play Orphanage Age 10 more minutes. Ja gut, das wollen wir jetzt allerdings nicht unbedingt. Ich bedanke mich jedenfalls bei euch für die Aufmerksamkeit und bei mir fürs Testen von diesem Spiel. You just survived the first day of Orphanage Age. Jetzt geht hier alles Mögliche wieder auf. Das hier will ich auch nicht. If you want to give your opinion on this first version of Orphanage Age, we invite you to come to the Discord link or main menu. Ja, das war Orphanage Age. Ist eigentlich ganz nett, ganz interessant. Wirtschaftssimulation. Am Anfang habe ich ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Deswegen habe ich es einmal durchgespielt offscreen. Also die ersten 30 Minuten durchgespielt ist was anderes. Und ich war der Meinung, ich kam damals ein bisschen besser voran. Allerdings habe ich da auch keine Werkbank gebaut gehabt. Also, ja, wie auch immer. Ich bedanke mich an dieser Stelle jedenfalls für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr das Spiel ja selber mal, die Demo ja mal selber ausprobieren. Und wenn ihr richtig Lust drauf habt, dann unterstützt die Leute doch bei Kickstarter. Und ich glaube, es ist Kickstarter. Ich weiß gar nicht, ob es es schon gibt. Ich glaube, es ist noch ein Early Access Spiel. In diesem Sinne bedanke ich mich jedenfalls für die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch eine tolle Zeit und auf Wiedersehen.